fragen Sie einen Wissenschaftler und dann bekommen Sie wissenschaftliche Antworten. Und ich gebe mir immer Mühe, das so laientauglich wie möglich auszudrücken, aber letztlich merke ich selber halt nicht, dass die kriegen das nicht aus, wenn sie sozusagen regelmäßig Vorlesungen halten und auf diesem Niveau kommunizieren, dann kriegen sie das nicht ganz weg. Aber ich versuche mir immer Mühe zu geben, mir hat viel Spaß gemacht, sie haben sehr gute Fragen gestellt. Sonntag, 21. April 2024. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann und mein heutiger Gast ist Jobst Landgräbe. Er ist Arzt, Mathematiker, KI-Experte und Forschungsdirektor von Indivomed GmbH. Zudem hat er eine Gastprofessur in Wissenschaftstheorie an der Universität Lugano mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Er ist also der Experte, mit dem ich heute sprechen kann. Deswegen ist er heute mein Gast. Schönen guten Tag, Jobst Landgräbe. Guten Tag, Herr Bührmann. Freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Bevor wir nun über Künstliche Intelligenz sprechen können, müssen wir erstmal die Begriffe klären. Und deswegen die erste Frage: Was genau ist Intelligenz und kann Intelligenz überhaupt künstlich sein? Intelligenz ist die Fähigkeit eines lebenden Organismus, in einer neuen Situation, die der Organismus noch nie erlebt hat, auf die er sich nicht vorbereitet hat, eine für den Organismus sinnvolle Lösung spontan zu finden. Das ist die Definition von Max Scheler und auch Stern, auf den Scheler zugegriffen hat, aus den 20er Jahren, die ich nach wie vor für die beste Intelligenzdefinition halte, die es gibt. Und da ist das wichtige Wort eines lebenden Organismus. Und das eben ist ja eine künstliche Intelligenz nicht. Oder würden Sie sagen, die künstliche Intelligenz lebt? Nein, aber das ist die Definition der Intelligenz für belebte Systeme. Theoretisch könnte man ja auch denken, man kann das auch vielleicht in Maschinen nachbilden. Ich werde jetzt im Laufe des Gesprächs erklären, warum man das nicht kann. Aber das hat erstmal nichts damit zu tun, ob auf den ersten Blick jedenfalls, ob das System belebt oder unbelebt ist. Letztlich schon, aber das, um das zu verstehen, das ist etwas komplizierter. Aber wichtig ist erstmal bei dieser Definition zu verstehen, dass eben das Verhalten sinnvoll für das Individuum sein muss und dass es nicht vorher gelernt oder trainiert worden sein darf, sondern in einer neuen Situation erfolgen muss, auf die sich das Individuum eben nicht vorbereitet haben kann. Nun ist die Frage nach dem Sinn ja auch die große philosophische Frage von uns Menschen. Also wir sitzen schon seit Jahrtausenden auf irgendwelchen Bäumen herum und versuchen uns zu erklären, was ist überhaupt der Sinn im Leben. Wie soll denn dann eine künstliche Intelligenz definieren können, was überhaupt Sinn ist? Naja, also die Sinnfrage ist neben der Frage nach der Endlichkeit unserer irdischen Existenz eine der schwersten philosophischen Fragen überhaupt. Viele Philosophen würden sagen, wir können sie nicht beantworten. Das ist zum Beispiel Immanuel Kants Meinung. Insofern würde ich jetzt lieber, bevor ich sozusagen diese schwierigste philosophische Frage überhaupt anwende, erstmal, und das ist nämlich das, was Dreyfus gemacht hat. Also Dreyfus war der wichtigste Kritiker vor Barry Smith und mir, der ein bahnbrechendes Buch geschrieben hat, Anfang der 70er Jahre, über die Unmöglichkeit von künstlicher Intelligenz. Und der hat genau mit solchen philosophischen Fragen operiert, um zu sagen, dass Maschinen zum Beispiel Sinnfragen nicht beantworten können und deswegen nicht intelligent sind. Ich halte, diese Argumentation beruht sehr stark auf Heidegger. Und ich halte das für eine schwache Argumentation. Und wir sind jetzt die Ersten, also Smith und ich, die vor einigen Jahren eben ein Argument gefunden haben, dass die Möglichkeit künstlicher Intelligenz widerlegt, dass auf tiefe philosophische Fragen, die selbst unter Philosophen stark umstritten sind hinsichtlich der Beantwortbarkeit, verzichtet und ganz elementare Eigenschaften der Systeme, die intelligent sind, verwendet, um zu zeigen, dass man diese Eigenschaften nicht nachbilden kann. Was sind denn die elementaren Eigenschaften? Also die elementaren Eigenschaften belebter Systeme lassen sich als die Eigenschaften komplexer Systeme zusammenfassen. Komplexe Systeme, das sind natürliche Systeme, das können belebte und unbelebte Systeme sein, die bestimmte Charakteristika haben, die es unmöglich machen, diese Systeme mathematisch zu modellieren. Also man kann von diesen Systemen keine mathematischen Modelle machen, die deren Verhalten vorhersagen.
Zum Beispiel sind diese Systeme nicht ergodisch. Das bedeutet, deren Verhalten ist so irregulär, dass wenn man das Verhalten beobachtet, man niemals eine Gleichung aufstellen kann, die aufgrund des vergangenen Verhaltens das zukünftige Verhalten beschreiben kann. Also ein Beispiel für Nicht-Ergodizität ist zum Beispiel die Börse. Ja, Sie können niemals durch Ermittlung der vergangenen Preise zuverlässig die zukünftigen Preise vorhersagen. Und das liegt daran, dass die Börse natürlich ein System ist, an dem viele Menschen gemeinsam mitwirken, um dessen Gestalt zu bestimmen. Es ist also ein hochkomplexes System und das ist eben nicht ergodisch. Und die Nicht-Ergodizität, die ist die wichtigste Eigenschaft komplexer Systeme, die mathematische Modellierung verhindert. Und wenn man kein mathematisches Modell haben kann, dann kann man auch kein Computermodell machen und dann kann man auch in der Maschine keine Intelligenz erzeugen. Also es geht darum, dass das System, was die Intelligenz erzeugt, komplex ist, nicht ergodisch ist und noch viele andere komplexe Eigenschaften hat, die eine mathematische Modellierung und damit eine technische Abbildung unmöglich machen. Wenn wir nun ein hochkomplexes System anstoßen, wie die künstliche Intelligenz, die dann irgendwann auch selbst lernen kann, verlieren wir dann nicht einfach irgendwann die Kontrolle eben über diese künstliche Intelligenz? Die künstliche Intelligenz ist kein komplexes System. Die künstliche Intelligenz ist ein logisches System. Künstliche Intelligenz, jede Maschine, die irgendwie einen Algorithmus ablaufen lässt, ist ein logisches System, das keine Eigenschaften komplexer Systeme hat. Das ist ein kompliziertes System, aber kein komplexes System im Sinne der Thermodynamik. Nur belebte und unbelebte natürliche Systeme sind komplexe Systeme im Sinne der Thermodynamik, aber künstlich geschaffene Systeme, die der Mensch künstlich schafft, sind per Definition immer logisch. Und deswegen kann sozusagen im Computer gar keine Intelligenz entstehen, weil das System logisch ist und eben nicht komplex. Kompliziert ja, komplex nein. Und das System, das sogenannte künstliche Intelligenzsystem, das lernt, wie Sie sagen, sagt man, eigentlich lernt es nicht. Sondern eigentlich, was es tut, ist, es bekommt Daten und wird anhand dieser Daten werden sehr komplizierte Gleichungen parametrisiert. Das heißt, die Gleichungen erhalten, da sind Variablen drin und die Variablen erhalten Ausprägungen. Diese Variable nimmt einen Parameter der Gleichung und das passiert bei dem, was man lernendes System nennt. Da wird einfach nur mit sehr vielen Daten werden die Systeme parametrisiert, um ein bestimmtes Ergebnis berechnen zu können. Und das hat gar nichts mit Lernen zu tun, sondern das ist einfach ein Vorgang, bei dem ein Gleichungssystem erstellt wird, eine Gleichung erstellt wird. Und zwar auf eine bestimmte Weise, die Gauß und Legendre um 1800 erfunden haben und die dann in den letzten 200 Jahren eben immer weiter ausgebaut ist, sodass jetzt eben sehr, sehr, sehr komplizierte Gleichungen gemacht werden können, die dann auch solche Leistungen erbringen können wie Google Translate oder ChatGPT. Aber es sind einfach nur Rechensysteme, die sogar deterministisch rechnen, wenn sie einmal fertig konfiguriert sind. Also ein vorhersehbares Ergebnis berechnen. Und das ist einfach nur angewandte Mathematik. Das hat weder mit Lernen etwas zu tun, noch mit Intelligenz. Und dennoch sind es komplexe mathematische Gleichungen, die ein menschliches Gehirn ohne künstliche Intelligenz gar nicht mehr lösen kann. Das sind komplizierte Gleichungen, keine Okay. komplexen. Und die sind kompliziert und so kompliziert, dass der Mensch die nicht selber hinschreiben könnte, sondern dass man eine Maschine braucht, um die Parameter dieser Gleichung auszurechnen. Der Algorithmus, mit dem die Parameter ausgerechnet werden, den hat allerdings ein Mensch geschrieben und ein Mensch definiert. Also Menschen definieren den Algorithmus, der die Parameter erzeugt, aber die Parameter werden dann automatisch aus den Daten erzeugt. Und ja, die Art, wie die Parameter dann zusammenwirken, ist so hochkompliziert, dass das niemand verstehen kann. Deswegen sind das Blackbox-Systeme, deren Verhalten zwar erzeugt werden kann, aber deren Verhalten nicht beliebig verändert werden kann und vor allem versteht man nicht, wie die Systeme von der Eingabe, die sie bekommen, zur Ausgabe hinkommen, sondern man kann die Parametrisierung erzeugen, aber sie nicht mehr kausal verstehen. Sie sagen also, hinter jedem Programm steht ein Mensch, der es programmiert haben muss. Da muss ich an den römischen Satiredichter Juvenal denken, der mal die Frage gestellt hat, wer bewacht die Wächter? Weil er gefragt hat, wenn eine Gesellschaft Wächter braucht, gut, aber wer bewacht die Wächter? Jetzt die Frage, wer programmiert die Programme? Naja, also das ist eine sehr gute Frage. Erstmal ist es natürlich so, dass, um es genauer zu sagen, dass jede KI-Software, die irgendwo im Einsatz kommt, die hat jemand, also jemand hat deren Parameter am Ende bestimmt
durch einen Algorithmus, der die Parameter erzeugt. Also es gibt tatsächlich immer einen Entwickler oder Mathematiker oder Programmierer, der sozusagen das hervorgerufen hat. Und der wird natürlich kontrolliert, also die Anforderungen an die Software werden kontrolliert durch den Eigentümer der Firma, für die der arbeitet, oder wenn er für die Regierung arbeitet, durch die Regierung. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Google hat ja eine KI-Software vor einigen Wochen veröffentlicht, die politisch korrekt war. Und da war die Anforderung von Google, es sollen eigentlich immer keine weißen Menschen gezeichnet werden, wenn ein Bild gezeichnet wird. Galactica hieß die, glaube ich, die Software. Und die war halt dermaßen, und die Parametrisierung, dieser Wunsch, die Software so zu parametrisieren, dass keine weißen Menschen gezeichnet werden, der hat dann dazu geführt, dass die Software zum Beispiel Zeichner einen Papst, einen schwarzen Papst gezeichnet hat, zeichnet den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, einen schwarzen Mann in dann Kleidung des 18. Jahrhunderts gezeichnet hat. Und das heißt, die Software war so geworden, weil die Direktoren bei Google, die dafür verantwortlich sind, das für richtig halten. Und die Entwickler haben das dann halt umgesetzt. Anderes Beispiel, nehmen wir mal einen Krieg. Da ist es jetzt so, besonders im Ukraine-Krieg, weil da haben sie zwei relativ, waren die Gegner eine Zeit lang relativ gleich stark und hochtechnisch entwickelt. Da haben sie auf beiden Seiten ganz viel KI-Software. Und diese Software dient in erster Linie der Aufklärung der gegnerischen Aktivitäten. Und diese Aufklärungssoftware wird natürlich im Auftrag des Staates mit Anforderungen durch den Staat, letztlich von privaten Firmen wieder programmiert. Aber die Konfiguration, das, was diese KI-Software da leistet, zum Beispiel Signale, also Vibrationssignale, Geräusche, optische Signale in Erkenntnisse umzuwandeln, das ist halt eine Aufgabe, die praktisch das Militär, auf der einen Seite die NATO und auf der anderen Seite Russland vorgegeben hat und was dann die Entwickler eben programmieren. Also am Ende ist KI nur eine bestimmte Art von Software, die aufgrund bestimmter Anforderungen erstellt wird und dann ein bestimmtes Ziel mehr oder weniger gut lösen kann oder erfüllen kann. Die Sache mit Google und Galactica, was Sie gerade angesprochen haben, wurde ja komplett absurd, als zum Beispiel so Fragen gestellt wurden wie: Zeichne mir einen Nationalsozialisten. Und dann waren das auch Schwarze oder Asiaten oder Araber. Und auf einmal waren dort eben schwarze Nationalsozialisten, was ja erkennbar eine historische Lüge ist. Aber es wurde dann in die Welt hineingetragen. Dann hatte man versucht, etwas zu verändern. Dann wurde es so programmiert, dass auf Diversität Wert gelegt werden sollte. Dann stellte jemand die Frage: Zeige mir ein Café in Tennessee im Jahre 1903. Und dann wurden dort halt Schwarze und Weiße zusammen abgebildet, obwohl es damals eine. Rassentrennung gab. Genau. Und das hat dann die KI auch nicht korrekt dargestellt. Und somit haben wir es mit historischen Lügen zu tun. Und jetzt stelle ich mir vor, Schüler benutzen die KI, ja dann gut Nacht. Naja, also Lügen sind das nicht, weil natürlich zum Lügen eine Intention gehört. Und eine Maschine hat keine Intention. Das heißt, das sind einfach Fehler. Ja, also und diese Fehler sind aber aufgrund einer Intention entstanden, nämlich der Intention der Software, eine bestimmte Form von oberflächlich moralischen Merkmalen zu geben. Also die aus einer bestimmten Moralvorstellung entstehen. Das ist ja eigentlich wie im Puritanismus, sind ja bestimmte Dinge verpönt, ja, und diese Moral, die da sozusagen verwendet wurde oder aus der heraus diese Vorgaben gemacht wurden, die ist natürlich neopuritanisch und solche Vorstellungen erzeugen immer Verzerrungen der Realität. Denn es ist nun mal so, dass es Sexualität gibt und dass Menschen Sexualität ausleben und auch wenn Puritaner das nicht gerne wahrhaben wollen, zum Beispiel. Ja, und so ist es halt auch, da gibt es eben historische Entwicklungen und so weiter. Und deswegen passen solche Moralvorstellungen nicht zur Realität. Und zweitens, und das ist noch entscheidender, ist es auch gar nicht möglich, die Ausdifferenziertheit des menschlichen Denkens über solche Themen in einer KI abzubilden. Und deswegen ist das dann alles so grobschlächtig und falsch und irgendwie auch lächerlich. Das zeigt halt die große Diskrepanz zwischen der Fülle des menschlichen Denkens und der Primitivität mathematischer Modelle. Die sind halt einfach, ist jedes mathematische Modell im Vergleich zur Schaffenskraft und Vorstellungskraft der menschlichen Fantasie und des menschlichen Geistes, ist einfach hölzern. Eine sehr spannende Unterscheidung: Eine künstliche Intelligenz kann nicht lügen. Aber eine künstliche Intelligenz kann so programmiert werden, dass sie Informationen selektiv weitergibt. Nehmen wir mal ein Beispiel: die App TikTok.
in China programmiert und ist so programmiert, dass Jugendliche, die in China die App benutzen, ganz andere Informationen bekommen als Jugendliche, die die App in den Vereinigten Staaten von Amerika benutzen. In China schöne Wissenschaftsinformationen, patriotische Inhalte werden dort weitergegeben, während in Amerika alberne Tanzvideos und andere Sachen gepusht werden. Mit anderen Worten, man kann eine KI so programmieren, dass sie selektiv Informationen weitergibt. Und das ist ja zumindest ein indirektes Lügen über den Programmierer. Genau, also oder den Anforderungsgeber. Ja, also das ist eben wie im Schulsystem. Ich meine, Sie können die Lehrer anweisen, gucken Sie sich mal den Physikunterricht der 70er oder 80er Jahre und den heutigen Physikunterricht an oder den Erdkundeunterricht. Die Inhalte waren auch, sind auch ganz anders. Ja, oder noch ein drastisches Beispiel, gucken Sie sich den Geschichtsunterricht der DDR und der Bundesrepublik an um 1985. Ja, das heißt, im Grunde genommen machen Sie einem Medium Vorgaben, was in dem Medium vorkommen soll, und dann wird das Schulbuch halt so gedruckt oder so gedruckt. Und das können Sie mit KI halt sozusagen live machen, indem Sie eben Inhalte nach bestimmten Vorgaben approximativ filtern. Perfekt können Sie das nicht. Das liegt daran, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass die stochastischen KI-Systeme, und das sind die meisten, die heute zum Einsatz kommen, immer Fehler machen. Also die sind nie exakt, sondern weil es halt Wahrscheinlichkeitstheorie basierende Systeme sind, haben die eine Fehlerquote. Das heißt, sie können das nicht perfekt machen. Aber sie können natürlich versuchen, Inhalte zu filtern und zu beeinflussen. Allerdings gibt es auch sehr enge Grenzen, was sie filtern und beeinflussen können. Zum Beispiel ist es unmöglich, mit KI oder fast unmöglich, Videos zu filtern. Also Videogattungen ja, aber wenn ich jetzt ein Video hochladen will, dann kann die KI nicht verstehen, was der Inhalt des Videos ist und das nicht zuverlässig filtern. Kann die KI das nicht oder noch nicht? Das Wort noch ist wichtig. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Die Abbildung von Semantik und Pragmatik, das gilt auch, also nicht nur für Filme, sondern auch für Sprache, in der KI ist nur sehr begrenzt möglich. Und das ist auch eine harte Grenze, die nicht überschritten werden wird. Also Google Translate und ChatGPT verstehen nicht den Text, den ich eingebe, und verstehen auch nicht den Text, den sie erzeugen, sondern für Google Translate und ChatGPT sind die Texte Zeichenketten. Und diese Automaten sind so gebaut, dass sie angesichts einer Eingabezeichenkette die wahrscheinlichste Ausgabezeichenkette berechnen. Zum Beispiel, wenn ich auf Deutsch einen Text eingebe und sage, ich übersetze das ins Englische, dann wird eine englische Zeichenkette ausgegeben, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit der deutschen Zeichenkette entspricht, in der anderen Sprache. Aber die Maschine versteht das nicht. Und genauso ist es auch bei ChatGPT. Und weil die Maschinen die Texte nicht interpretieren können, können sie auch sehr schlecht Zusammenhänge in den Texten erkennen oder Texte richtig klassifizieren. Und deswegen passiert es immer wieder, dass solche Automaten, die Texte interpretieren sollen, Fehler machen. Zum Beispiel vor einigen Jahren hat Facebooks Hate Speech Erkennungsautomat die Declaration of Independence als Hate Speech klassifiziert, weil das Wort Indianer darin vorkam. Und die gute Nachricht ist, dass die Möglichkeiten, Erzeugnisse menschlicher Sprache oder menschlicher Fantasie wie Filme korrekt zu verstehen, sind sehr begrenzt und werden es auch bleiben. Und das liegt einfach daran, dass die Interpretationsleistung eine Intelligenzleistung ist, die wir nicht maschinell abbilden können. Vor allen Dingen, wenn wir das versuchen, können wir immer nur vorgefertigte Zusammenhänge. Also es funktioniert so, ich habe praktisch Material und eine Interpretation des Materials und das zeige ich der Maschine und bringe ihr den Zusammenhang bei. Aber sobald jemand ein anderes Material mit derselben Bedeutung, mit der gleichen oder mit einer ähnlichen Bedeutung produziert, wird die Maschine das nicht erkennen. Das heißt, die kann immer nur bekannte Muster wiedererkennen. Und wenn ein neues Muster entsteht, kann die Maschine das nicht erkennen. Und das ist ja auch, warum sie nicht intelligent ist, weil Intelligenz ist ja die Fähigkeit, ohne vorheriges Training eine sinnvolle Aktivität zu finden. Und die KI kann immer nur bekannte Muster verarbeiten. Und wenn ein neues Muster kommt, dann scheitert die KI immer. Das wird auch immer so bleiben. Das heißt, am Ende entscheiden die, die eben programmieren und die dann dort auch redaktionell eingreifen können. Da muss ich jetzt an die Kopisten denken. Im Mittelalter, als es den Buchdruck noch nicht gab, da haben die Kopisten darüber entschieden, welche Bücher denn weiter veröffentlicht werden. Und die Kopisten waren Geistliche. Das heißt, die christliche Kirche hatte einen sehr starken Einfluss darauf, was überhaupt weiter vermittelt wird. Wenn ich mir heute anschaue, wie komplex und wie teuer es überhaupt ist, so etwas zu programmieren und dann tatsächlich in die Welt zu setzen. Wenn ich mir Google und TikTok und so anschaue, denke ich mir auch, oh,
Wir sind jetzt wieder eine Welt mit ein paar Kopisten, die darüber entscheiden, was gedacht wird. Naja, also es ist halt so, das menschliche Wissen, also das echte Wissen, das wir haben, das ist ja in Bibliotheken und auch natürlich in digitalen Dokumenten abgebildet. Und das wird ja sozusagen von den Massenmedien ist das nicht tangiert. Natürlich gibt es schon das Phänomen, dass bestimmte Inhalte mit Google-Suchmaschinen digital schwer auffindbar sind. Ja, also bei bestimmten politischen Themen gibt es da schon, ist es auch sehr schwer, wissenschaftliche Literatur zu finden, wenn man die Google-Suchmaschinen benutzt. Das ist tatsächlich so, aber es ist natürlich nicht so, dass die Erzeugung von Wissen dadurch verhindert werden kann. Insofern ist der Vergleich mit dem Mittelalter nicht ganz zutreffend, weil im Mittelalter tatsächlich man versuchen konnte, durch koordiniertes Vorgehen Handschriften nicht mehr abzuschreiben und dadurch sozusagen die dem Untergang zuzuführen. Das ist natürlich auch passiert. Das sind natürlich aus dem Korpus der Texte, die aus der Antike noch vorhanden waren im 5. Jahrhundert, ist nur ein Bruchteil dann in der Renaissance gelandet. Ja, das ist einfach so. Aber, und dann ist ganz viel Wissen verloren gegangen und manches davon finde ich heute noch absolut desaströs, dass wir das nicht mehr haben. Aber wir wissen davon, weil andere Autoren davon geschrieben haben, wir haben das nicht mehr. Aber hier ist es nicht so. Was aber so der Fall ist, ist, dass die Massenkommunikation natürlich stark beeinflusst wird. Nicht so sehr durch Blockierung, weil die ist dann immer nur schlagwortbasiert und sehr unzureichend, aber natürlich durch die Reichweitenbeschränkung von Nutzern wird sehr, sehr viel in der Massenkommunikation verhindert. Das heißt, wir haben natürlich schon, dass Digitalisierung und mit Einschränkungen auch KI eingesetzt wird, um die Massenkommunikation über Social Media und auch im Internet zu stören und zu reduzieren. Das gibt es schon, aber das führt dazu, dass sozusagen bestimmte Informationen weniger verbreitet werden und man das manipulieren kann. Aber es führt nicht dazu, dass wir weniger Wissen akquirieren in unserer Gesellschaft. Nun ist künstliche Intelligenz ja nicht nur etwas, das uns Informationen weitergibt, sondern künstliche Intelligenz kann bald auch oder kann schon handeln in Form von Robotern, in Form von Drohnen, die auch schon Entscheidungen fällen können und die handeln. Und spätestens da bekommen sehr viele Leute natürlich es mit der Angst zu tun, weil wir alle kennen die Science-Fiction-Filme, unter anderem iRobot. Da, wo dann irgendwann die Roboter, die auch alle eine künstliche Intelligenz sind, sich dann gegen die Menschen richten, weil sie handeln können. Steht uns sowas vor? Künstliche Intelligenz mit einem Körper, einem künstlichen? Also erstens muss man sagen, dass keine KI, die wir heute haben, handelt. Handeln erfordert Intentionalität und Willen. Nur wenn ich einen Willen habe, kann ich handeln. Was die KIs machen, sind Rechenvorschriften ausführen. Und diese Rechenvorschriften kann ich in einer bestimmten Weise gestalten, sodass sie dann in manchen Kontexten funktionieren. Aber bei den Robotern ist es so, zum Beispiel, dass die Roboter, die heute wirklich im Einsatz sind, nur ganz in eingeschränkten Bereichen arbeiten und nicht in offenen Systemen operieren, sondern in geschlossenen Systemen, zum Beispiel in Fabrikhallen eine bestimmte Aufgabe bei der Produktion eines Autos übernehmen. Dieser freilaufende Roboter, der mit der Umwelt frei interagieren kann und sozusagen scheinbar handeln kann, der ist aus meiner Sicht unvorstellbar. Sowas wie bei iRobot, bei Isaac Asimov oder auch mancher die in anderen Science-Fiction-Romanen, weil das setzt voraus, dass tatsächlich eine künstliche Intelligenz möglich ist, sodass der Roboter mit Situationen, die er vorher nicht gesehen hat, spontan richtig umgehen kann. Und das ist eben unmöglich. Und weil wir eben, das zeigen Smith und ich auch in dem Buch, und weil das nicht wirklich mathematisch unmöglich ist, werden Roboter immer nur sehr eingeschränkt einsetzbar sein. Wo besteht die größte Gefahr? Natürlich in der Kriegsführung. Und dort können Roboter eingesetzt werden, oder Maschinen eingesetzt werden, die auch vernichten können. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass aufgrund eines speziellen Problems, auf das ich gleich noch eingehen werde, im Wesentlichen die für Defensivzwecke eingesetzt werden können. Also Aufklärung werden die sehr stark eingesetzt, also um die Lage zu beurteilen oder Lagebeurteilung zu machen und für defensive Zwecke. Warum ist das so? Weil für offensive Zwecke braucht man sensormotorische Wahrnehmung. Das heißt, man braucht die Wahrnehmung, die dadurch besteht, dass ich Bewegungen mache, dann aus den Bewegungen eine Rückkopplung, eine sensorische Rückkopplung kommt und dann wieder die Bewegungen angepasst werden. Das ist zum Beispiel beim Sprechen so, höre ich mich selber sprechen und kann dann mich selber korrigieren. Das ist aber auch so, wenn ich etwas betaste, dann variiert mein Tastsinn mit
dem, was ich da, meine Bewegung variiert dann mit dem, was ich ertaste. Das ist die sensomotorische Rückkopplung der Bewegungssteuerung. Und diese lässt sich auch nicht mathematisch abbilden. Und das führt dazu, dass die Interaktion von Robotern mit der Wirklichkeit, also diese gerichtete Perzeption, die Menschen und Tiere können, dass wir die nicht mathematisch abbilden können oder nur sehr schwer mathematisch abbilden können. Und das führt dazu, dass wir eigentlich die elementarsten Fähigkeiten, die man braucht, damit eine Maschine sich frei und sinnvoll im Raum bewegen kann, können wir schon nicht richtig erbringen. Und das macht es eben auch unmöglich, wirklich autonom agierende Waffensysteme zu bauen, sondern die Angriffssysteme, die man bauen kann, sind durch diese Mängel der mathematischen Modellierung stark beschränkt. Trotzdem können die eine gewaltige Vernichtungskraft entfalten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, man könnte Drohnen machen, die man über einer Stadt absinken lässt, also flugfähige Drohnen, die sich überall auf den Straßen sozusagen auf den Boden legen und wenn morgens die Menschen aufstehen, alle Menschen, die sich da bewegen, töten. Alle Hunde, alle Tiere, alles, was sozusagen Infrarotbild macht, einfach töten. Also solche Massenvernichtungswaffen könnte machen. Die können jetzt nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden, aber die könnten einfach alles töten, was sich in einer Stadt bewegt. Also sowas könnte man jetzt schon bauen. Oder solche Waffen gibt es schon, die werden nur bis jetzt natürlich nicht gegen Zivilisten eingesetzt, aber wären gegen Zivilisten einsetzbar. Das heißt, da sind schon extrem schreckliche Szenarien denkbar. Und die sozusagen die Gefährlichkeit von KI, angetriebenen Waffensystemen auf eine Ebene bringen mit den ABC-Waffen, also atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Aber das heißt ja, dass gerade die Tatsache, dass künstliche Intelligenz nicht etwas ist, das willentlich handelt, dass es eigentlich noch gefährlicher macht. Ich gebe ein Beispiel. In der Zeit des Nationalsozialismus hat die Ideologie geherrscht, dass das jüdische Volk vernichtet werden soll. Und dann wurde bürokratisch genau geguckt, wie man das denn am besten exekutieren kann. Es gab aber Juden, die flüchten konnten und sehr oft, weil sie in der Lage waren, Nazis zu bestechen. Die sind hingegangen und dann hat der Nazi, der halt gedacht hat, och, ein bisschen mehr Geld, och, eine eigene Yacht wäre eigentlich ganz großartig, hat der seine Ideologie mal hinten angestellt, hat gelogen, hat dem Juden zur Flucht verholfen. Es war also dieser bestechbare Nazi, der korrupte Nazi, den man bestechen konnte, der hat dafür gesorgt, dass einige Juden überleben konnten. Wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz haben, möchte ich das mal so auf den Punkt bringen: Wir haben einen Adolf Eichmann erschaffen, den man nicht mal mehr bestechen kann und den man nicht mal mehr richten kann. Adolf Eichmann konnte ich hinterher hängen. Der wurde in Jerusalem verurteilt und dann wurde der gehängt. Ich kann ja nicht mal eine künstliche Intelligenz, nachdem sie all das getan hat, richten. Also fangen wir erstmal von vorne an. Sie unterstellen jetzt, dass die Prozesse, in die zum Beispiel im Dritten Reich oder in anderen Diktaturen Menschen involviert waren, dass die vollständig maschinisierbar sind. Das ist ausgeschlossen. Und das heißt, die ganzen Entscheidungsprozesse, die zum Beispiel zur Selektion von Menschen führen oder zur Benachteiligung, zum Umgang mit den Opfern, die werden immer weiter von Menschen ausgeführt. Die Maschine kann nur ganz wenige Aufgaben in diesem Bereich übernehmen, nur Hilfstätigkeiten übernehmen. Solche Prozesse werden niemals autonom von einer Maschine getroffen, sondern das ist immer dominiert von Menschen, all diese Entscheidungen. Das heißt, es wird keinen maschinellen Adolf Eichmann geben oder Ceausescu, weil eben es keine künstliche Intelligenz gibt, sondern diese Algorithmen können immer nur bei solchen Entscheidungsfindungen kleine Teilschritte automatisch machen. Zum Beispiel ein gutes Beispiel sind, wenn Sie heute ein Bewährungsverfahren haben, also dass Sie auf Bewährung aus dem Knast entlassen werden wollen in den USA, wird eine KI eingesetzt, die dem Richter einen Score errechnet, wie die KI die Chancen des Häftlings nicht rückfällig zu werden beurteilt. Und der Richter entscheidet aber, macht trotzdem selber die Entscheidung. Die KI ist zwar gar nicht schlecht, die das berechnet, aber der Richter guckt sich den Fall selber an und berücksichtigt die KI nur mit. Niemals würde man diese KI das alleine machen lassen, weil die Fehlerquote wäre so gewaltig, dass es sofort zu Rebellion führen würde. Ja, das ist ausgeschlossen, einfach wegen der Fehlerhaftigkeit und Inadäquatheit dieser hölzernen mathematischen Modelle. Das heißt, die erste Voraussetzung, die machen, ist schon nicht erfüllt. Jetzt noch die zweite Voraussetzung. Natürlich kann man Leute, die Maschinen bauen und diese in krimineller Hinsicht einsetzen, bestrafen. Eine KI ist nur eine Maschine. Wenn ich einen Hammer habe, kann ich den Hammer nicht bestrafen. Wenn ich jetzt zu Ihnen nach Hause gehe und Ihnen mit dem Hammer den Kopf einschlage, dann komme ich ins Gefängnis oder in den USA werde ich zum Tode verurteilt. Das heißt,
Der Nutzer des Werkzeugs ist strafbar und so wird es auch bleiben. Die KI ist nur ein Werkzeug, wie jedes andere Werkzeug auch, und der Nutzer wird auch weiterhin bestraft, denn wenn die Gesellschaft überhaupt Straftaten dieser Art bestrafen will. Aber natürlich ist das möglich und das wird auch geschehen, und wir erleben ja jetzt schon im Grunde genommen Straftaten mit KI. Also natürlich kann man zum Beispiel KI-Algorithmen einsetzen, um Betrugsmuster aufzubauen und Leute zu betrügen und um ihr Geld zu bringen. Und wenn das rauskommt, dann wird derjenige, der die KI programmiert und zu diesem Betrugszweck eingesetzt hat, wegen Betrugs bestraft. Und genauso wird das immer sein, dass man halt nicht die KI bestraft. Die ist ja gar nicht straffähig, weil sie gar keinen Willen hat, sondern den Nutzer der KI, die das Werkzeug geschaffen hat. Das heißt, wenn ich eine künstliche Intelligenz einsetze, die dann Entscheidungen fällen soll, irgendjemand hat das programmiert, dann fällt die aber eine Entscheidung, die nicht okay ist. Die Person, die von dieser Fehlentscheidung betroffen ist, klagt dann. Gegen wen klagt die dann? Gegen mich, der ich das Programm benutzt habe, oder gegen die Person, die das Programm programmiert hat? Wer Also, ist da am Ende verantwortlich? naja, also das ist eine juristische Frage, aber geben wir mal ein Beispiel. Man kann sich ja vorstellen, dass Konsumentenkredite nur noch von der KI entschieden werden. So. Also ein Konsumentenkredit bis 5.000 Euro zum Beispiel, kein Mensch mehr. Sie geben im Internet Daten an, und die KI rechnet das durch und lehnt ihren Kreditantrag ab. Das ist eine aus meiner Sicht moralisch tragbare Einsatz von KI. So, aber jetzt gegen wen klagen Sie? Natürlich klagen Sie also gegen denjenigen, der die Entscheidung getroffen hat, nämlich die Bank. Sie verklagen die Bank und sagen, ich hätte das Recht gehabt, den Kredit zu bekommen. Ich fühle mich aus den Gründen benachteiligt. Ob Sie dann Recht bekommen können, ist noch eine andere Frage. Aber auf jeden Fall würden Sie sich juristisch gegen die Bank richten, weil die KI einsetzt. Es ist ja dasselbe, wenn ich mit dem Auto einen Fußgänger, ich fahre jetzt, wenn ich jetzt einen BMW fahre und mit dem BMW einen Fußgänger totfahre, wird ja nicht BMW verklagt, sondern ich. Und so ist das, das ist das Prinzip, nach dem das funktioniert. Wenn wir dann wieder auf das Thema kommen, dass auch in Kriegen die KI benutzt werden kann, das heißt im Cyberkrieg, wer ist dafür was verantwortlich? Also gerade wenn ich sehe, TikTok in China programmiert, wir können davon ausgehen, dass das auch programmiert wurde, um gewisse Informationen zu bekommen, dass es vielleicht auch als Waffe eingesetzt werden kann, vielleicht sogar als Waffe eingesetzt wird. Wer ist dafür verantwortlich? Auch die, die es zum Beispiel in Deutschland erlauben. Es gibt ja immer wieder die Diskussion darüber, ob man die Nutzung von TikTok verbieten soll. Also letztlich ist es ja so, dass das jetzt ein Problem des internationalen Rechts ist. Ich bin nun wahrlich kein Jurist, ich verstehe nichts von Juristerei. Aber am Ende des Tages, wenn man jetzt mal auf nationaler Ebene bleibt, wo es etwas für mich als juristischen Laien leichter ist, dann kann man den Schuldigen ja festmachen, weil der auch dann auf demselben Territorium ist und nach dem eigenen Recht bestraft werden kann. Also das heißt, und wenn es eine Rechtsgrundlage für die Bestrafung gibt, muss man die Bestrafung durchführen. Und man muss sich halt überlegen, ob man diese Art der Content Selection, die TikTok durchführt, ob man die verbieten will. Und wenn man die verbieten will, muss man die Gesetzeslage schaffen, dann kann man TikTok halt abschalten. Ich meine, das ist halt ein politischer Prozess, ob die Gesellschaft das möchte. Und das hat auch gar nicht viel mit dem System zu tun, mit dem ein Land regiert wird, sondern einfach mit der politischen Willensbildung allgemein. Also wenn die politische Willensbildung dahin geht, sowas zu unterbinden, dann kann man das unterbinden und kann dann eben auch diejenigen, die sich dann an die entsprechende Vorschrift nicht halten, bestrafen. Also das ist für mich, ist das irgendwie wirklich nur die Frage, das hat nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern nur die Frage, wer benutzt das Werkzeug, verstößt derjenige, der das Werkzeug benutzt, gegen irgendetwas und gibt es eine Rechtsgrundlage, um ihn dazu zu bestrafen, dann bestrafe ich ihn. Also ich sehe das relativ entspannt, und die Entspannung kommt daher, dass der Täter immer der Mensch ist. Eine KI kann kein Täter sein, weil eine KI gar keinen Willen hat und gar keine ethikfähige Entität ist. Aber ist nicht das die Gefahr? Es gibt also kein Zögern. Das heißt, wenn ich irgendetwas wirklich Grausames programmiere, dann wird die KI das exekutieren. Naja, wenn ich eine Bombe abwerfe, dann explodiert die Bombe und tötet Menschen. Das ist genauso klar. Technologie exekutiert das, was man in sie einbaut. Ich meine, Bombe ist auch kann man auch in der Bombe ist auch, wenn ich in der Bombe einen Zeitzünder habe, dann und die explodiert verzögert, dann ist das auch ein Algorithmus. Ein einfacher Algorithmus. Das heißt, dieses Phänomen, dass wir Technologie einsetzen, um Menschen zu schaden, und dass das dann unaufhaltsam ist, das kennen wir schon sehr lange.
Ja, das kennen wir im Grunde genommen, wenn Sie einen Katapult in der Antike sich vorstellen, in dem Moment, wo Sie das Katapult abschießen, ist die Zerstörungswirkung des geschleuderten Felsbrockens unumgänglich. Ja, das heißt, für mich ist das sozusagen ganz normaler Technologieeinsatz, und Technologieeinsatz kann eben immer zum Segen der Menschen sein, wie bei einem Atomkraftwerk, oder zum Fluch der Menschen, wie bei einer Atombombe. Und so ist es halt mit allen Technologien. Und es geht halt um die Nutzung und wie wir Technologie sinnvoll zum Wohl der Menschheit einsetzen und wie wir es schaffen, dass wir die Technologie nicht so zum Schaden einsetzen. Dann sprechen wir jetzt über den Segen dieser Technologie. Was sind die Vorteile dieser Technologie und inwiefern kann sie dafür sorgen, dass der Mensch gesellschaftlich, wissenschaftlich und vielleicht sogar philosophisch-ethisch weiterkommt? Also, ich glaube, dass man durch Technologie philosophisch-ethisch nie weiterkommt. Aber Technologie kann philosophisch-ethisch Denkaufgaben führen, wie das Gespräch, was wir jetzt führen. Aber ob man wirklich weiterkommt, weiß ich nicht. Aber natürlich kann der Einsatz von KI als Form der industriellen Revolution, das ist Teil der industriellen Revolution, natürlich dieselben Segnungen erzeugen wie die industrielle Revolution. Also stumpfsinnige mechanische Tätigkeiten können automatisiert werden, die Automatisierungsquote kann ein bisschen steigen. Ich kann dann, wenn ich kein zuverlässiges Ergebnis brauche, wie bei einer Grobübersetzung mit Google Translate oder DeepL, da will ich dann keine perfekte Übersetzung, sondern nur ungefähr verstehen, was in dem Text steht. Kann ich eine gute und approximative Übersetzung bekommen? Kann mir den Übersetzer sparen? Wenn ich sprachlich begabt bin, kann ich die automatisierte Übersetzung überarbeiten und insgesamt viel weniger Zeit aufwenden, als wenn ich die Übersetzung de novo generiere. Und da gibt es noch viele, viele Anwendungsfälle, wo man eben diese Fähigkeit von KI-Algorithmen, approximativ Muster zu automatisieren, also Muster zu erkennen und die Ausführung der Muster zu automatisieren, wo man das wirtschaftlich einsetzen kann. Ich schätze das Potenzial der Anwendung von KI im Bereich White-Collar-Jobs, also Leute, die nicht mit den Händen arbeiten, sondern die in erster Linie mit dem Kopf arbeiten, auch bei einfachen, aber auf deutlich unter 10%. Also wir werden eben nicht diese Hunderten von Millionen von Arbeitsplätzen verlieren, wie das viele KI-Theoretiker erwartet haben, sondern es wird eher eine geringfügige Reduktion von Arbeitsplätzen durch die KI geben. Aber das ist trotzdem hilfreich, weil es die Produktivität steigert, und in einer alternden Gesellschaft kann das hilfreich sein, wenn ich bestimmte Sachen automatisieren kann. Aber das Potenzial bei geistigen Tätigkeiten ist eher gering. Das hat sehr, sehr viele Gründe, aber liegt letztlich damit zusammen, dass bei den meisten geistigen Tätigkeiten das Verhältnis der Eingabedaten zu den Ausgabedaten unglaublich viele Schritte erfordert und sehr kompliziert ist. Auch bei den einfachen Tätigkeiten eines Sachbearbeiters, zum Beispiel die Bearbeitung eines Versicherungsfalles. Und da sind unheimlich viele Schritte drin, die jeder einzelne schon schwer mit KI abbildbar sind und alle zusammen erst recht nicht. Das heißt, es gibt ein Automatisierungspotenzial, und das ist der Hauptnutzen. Es gibt auch ein gewisses wissenschaftliches Potenzial, weil man best bei bestimmten wissenschaftlichen Zusammenhängen diese Techniken einsetzen kann, um schneller wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist teilweise recht beeindruckend, aber ist jetzt auch nicht die totale Revolution der Wissenschaft, die sich die Leute versprechen, die KI nicht verstehen und denken, die KI fängt jetzt selber an zu denken. Ja, sondern das ist halt eine Form der Mustererkennung und der Musternutzung, und jetzt kann man eben bestimmte Muster erkennen und nutzen, die man früher nicht nutzen konnte. Also ein Beispiel ist in der Proteinfaltung konnten wir bis vor 3, 4 Jahren konnten wir die Proteinfaltung ganz, also Eiweißfaltung ganz schlecht vorhersagen. Jetzt können wir die für bestimmte Gruppen von Eiweißen sehr gut vorhersagen, was die biochemische Forschung beschleunigt. Zum Beispiel. Also das sind so typische Fälle, wie man das nutzen kann. Immer wenn Sie ein stark repetitives Muster haben, dann können Sie dieses Muster maschinell modellieren und können dann daraus Nutzen ziehen. Und das ist eigentlich der Hauptnutzen von der sogenannten KI. Intelligenz im Englischen, Intelligence, da muss ich immer auch ein wenig an die Organisation CIA denken, Central Intelligence Agency. Intelligenz heißt ja da dann Geheimdienst, also Informationen eigentlich zu beschaffen. Wenn ich das Wort künstliche Intelligenz höre, es kommt ja aus dem Englischen, Artificial Intelligence. Manchmal frage ich mich, ist damit eigentlich das Wort Intelligenz gemeint, das wir mit Intelligenz übersetzen, oder ist da nicht auch schon eben das Central Intelligence Agency Intelligenz gemeint, das Abhören und das Geheimdienstwesen? Fangen wir erstmal an, wer das Wort erfunden hat. Das waren Elektrotechniker und Mathematiker, die in den 50er Jahren
die Informatik begründet haben als Wissenschaft. Und die wollten mehr Geld für ihre Forschung haben und haben sich in Dartmoor, ich glaube 1956, bei einer Konferenz das Wort Artificial Intelligence ausgedacht, um mehr Geld für ihre Forschung zu bekommen. Es war ein Marketing-Trick, wie die Super. Amerikaner so sind. Ja, und der Marketing-Trick hat sich festgesetzt. Ja. Im Grunde genommen ist AI jetzt sowas wie Coca-Cola, ist eine Marke, ja, mit der große Erwartungen verbunden werden. Aber im Grunde genommen gibt es das gar nicht. Was jetzt den Bezug zu Intelligence im Sinne von Informationsbeschaffung anbelangt, das ist etwas, worin diese Algorithmen sehr schlecht sind. Also tatsächlich sind die Algorithmen nicht gut darin, Informationen zu beschaffen. Warum? Weil die Informationsbeschaffung ein kognitiver Prozess ist, der Verständnis der Situation verlangt. Das heißt, Sie können mit der Hilfe der Digitalisierung, können Sie zwar, zum Beispiel jetzt unser Gespräch wird vielleicht irgendwo aufgezeichnet, was wir jetzt führen. Ja, oder mit Sicherheit bei Zoom. Und vielleicht hat jetzt zum Beispiel die NSA, das ist ja die Schwesterorganisation der CIA, die für Datenverarbeitung zuständig ist, Zugriff auf Zoom und könnte vielleicht unser Gespräch haben. Aber um zu verstehen, was da gesagt wurde, müsste sich das ein Mensch anhören. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir haben jetzt eine Explosion von verfügbaren Daten. Aber wenn wir mehr als mehr oder weniger Stichwortsuche machen wollen oder verbesserte Stichwortsuche, dann muss der Mensch sich das Material anhören. Das heißt, wenn man das jetzt mal mit der DDR vergleicht, mit der Stasi, der Teil Informationssammlung ist jetzt automatisiert durch die Digitalisierung. Aber der Teil Intelligence-Generierung, also Generierung von Interpretation der Informationen, ist nicht automatisiert und erfordert immer noch den Einsatz von sehr viel menschlicher Arbeitskraft. Und das wird auch so bleiben. Das heißt, die AI hilft einem da eigentlich nicht, sondern was einem hilft, ist die Digitalisierung. Die hilft dazu, dass das ganze Material immer verfügbar ist und in unendlichen Mengen praktisch, oder fast nicht unendlich, aber in riesigen Mengen gespeichert werden kann, noch über Jahre genutzt werden kann. Das ist das Bedrohliche für die Freiheit und unser freiheitliches Weltbild und Menschenbild. Aber die Interpretation, da hilft die KI sehr wenig und da braucht man weiterhin in Anführungszeichen Stasi-Mitarbeiter. Man sieht es ja auch, die FBI wird ständig aufgestockt und es wird immer mehr sozusagen auch in die menschliche Interpretation der Daten reingesteckt, weil eben tatsächlich die Datenflut riesig zugenommen hat, aber die Fähigkeit, das automatisch zu interpretieren, die sind eben nicht da und das führt eben zu dieser Diskrepanz. Wenn die künstliche Intelligenz ein Werkzeug ist, ist ja das Spannende, dass der Mensch nicht nur ein Wesen ist, das Werkzeuge schaffen kann, sondern der Mensch ist ein Wesen, das Werkzeuge erschaffen kann, um damit dann wiederum ein anderes Werkzeug zu erschaffen. Und da ist meine Frage, wenn wir das Werkzeug künstliche Intelligenz erschaffen haben, ist die künstliche Intelligenz in der Lage, selber künstliche Intelligenz zu erschaffen? Naja, also es gibt natürlich große Bemühungen, dass man Meta-KI-Automaten baut, die wieder einzelne KI-Automaten machen. Also letztlich gibt es ja dieses Alpha Zero, heißt das, glaube ich. Das ist ein KI-Automat, mit dem man eine KI zur Verfügung hat, die in der Lage ist, verschiedene Spiele zu lernen und in diesen Spielen auch Menschen zu besiegen. Ich glaube, so heißt das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist halt von Google, also von Alpha gemacht, die auch AlphaGo gemacht haben zum Beispiel. Und das heißt, aber der Punkt ist, dass es geht nur bei geschlossenen Systemen. Also für geschlossene Systeme kann man das machen. Da kann man KIs machen, die selber wieder sozusagen bestimmte Muster verarbeitende Submaschinen erzeugen. Aber das geht nur in geschlossenen Systemen, wo man den Parameterraum und den Variablenraum unter Kontrolle hat. Wenn man den Variablenraum nicht unter Kontrolle hat, dann kann man das nicht. Mit offenen Systemen geht das nicht. Das heißt, und das ist eben das ganz Entscheidende. Nur geschlossene Systeme mit ergodischem Verhalten, also wo sie repetitive Muster haben, dort können sie das machen, was sie gerade beschrieben haben. Das sind aber nur ganz wenige Systeme. Also ich gebe Ihnen das beste Beispiel, ist BASF. Ja, BASF war ich als kleiner Junge Ende der 70er Jahre und da weil ein Verwandter von mir da gearbeitet hat und da war alles voller Mitarbeiter mit Bauarbeiterhelmen und so und die da auf dem Gelände war und jetzt, wenn man da jetzt hingeht, sind da fast keine Menschen mehr. Und da sind einfach technische Regelsysteme, die die ganzen menschlichen Mitarbeiter überflüssig gemacht haben jetzt im Einsatz. Und das ist ein geschlossenes System. Da laufen chemische Reaktionen ab, die sind aufeinander abgestimmt, da können sie sowas machen. Aber bei offenen Systemen, und das ist halt ein von Menschen gebautes logisches System. Und da geht das, aber bei offenen Systemen mit belebter Natur und unbelebter Natur, die nicht vom Menschen kontrolliert ist, können sie das nicht machen. Und deswegen ist der Einsatzbereich von solcher Meta-KI ist ganz klein. Könnte man sagen, etwas, das der künstlichen Intelligenz fehlt, ist Kreativität?
Natürlich. Ich möchte mir auch als Mensch einbilden, dass das, was uns von der künstlichen Intelligenz unter anderem unterscheidet, die Tatsache ist, dass wir kreativ sein können. Aber dann frage ich mich wieder, könnte man nicht auch eine künstliche Intelligenz programmieren, die so großartig komponiert wie Bach oder so toll malt wie Monet? Naja, ich meine, es gibt es ja schon. Sie können ja jetzt schon sagen, male mir, hier hast du ein Foto, male mir das in den Stil von Monet um. Ja. Und auch, es gibt auch schon, komponiere bitte dieses Motiv wie Bach. Ja, da gibt es schon KIs, die das machen können. Aber es entsteht eben kein neuer Bach mit der KI. Also sie haben eben, das Schöpferische ist ja nicht so zu komponieren wie Bach, sondern das Schöpferische ist sozusagen in der Kunst etwas ganz Neues zu machen. Und das kann die KI eben nicht. Und warum kann die das nicht? Weil die immer nur Muster, die sie schon erkannt, die sie modelliert hat, reproduzieren kann. Und das ist dann schon faszinierend, wenn so ein Bild ähnlich aussieht wie Monet, finde ich auch faszinierend. Aber es ist eben nichts Neues. Und KI ist per Definition, KI ist eine Rechenvorschrift, die von Menschen erzeugt wird, indem sie Maschinen dazu bringen, mit Daten zu arbeiten, mit Daten zu rechnen. Dadurch entsteht eine Rechenvorschrift. Natürlich, eine Rechenvorschrift kann nicht denken, eine Rechenvorschrift hat keinen Willen, eine Rechenvorschrift hat keine Intention und eine Rechenvorschrift ist natürlich auch nicht kreativ. Sie hat auch kein Bewusstsein. Es ist eine Rechenvorschrift. Und das muss man sich immer klar machen. KI bedeutet eine neue Form oder relativ neue Form der Rechenvorschrift. Das ist alles. Und das bedeutet auch, dass wenn Sie einer KI denselben Input geben, und da keinen Zufallsgenerator mit eingebaut haben oder eine andere Möglichkeit, den Input ein bisschen zu verändern, dann erzeugt die KI, wenn sie einmal in Produktion genommen ist, immer denselben Output. Und die ist also deterministisch. Und natürlich ist ein deterministisches System nicht kreativ. Also steht ganz außer Frage. Dennoch wird diese Technologie in vielen Berufen, wo Künstler tätig sind, denen die Arbeit wegnehmen. Weil natürlich der Anspruch an die Produkte im Kunsthandwerk ist natürlich nicht wie der Anspruch an Monet war von dem Galeristen, für den mit dem Monet gearbeitet hat, sondern der Anspruch ist Massenware ganz oft. Das gilt in der Musik, das gilt aber auch bei Bildern und Abbildungen. Und da wird jetzt schon ganz viel KI eingesetzt und Künstler, also Musiker, die vorher was komponiert haben oder Grafiker, die was gezeichnet haben, werden ersetzt. Das passiert jetzt schon. Und das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung, weil ja diese Berufsgruppen sowieso fast schon immer nicht so viel verdient haben, bis auf ganz wenige Stars, haben die meisten dieser Leute ja eh wenig verdient. Und jetzt wird denen noch mehr weggenommen. Das ist sehr bedauerlich. Das heißt, in der Kunst und im Kunsthandwerk wird die Form einfach immer wichtiger und nicht mehr der Inhalt, weil das ist ja etwas, was KI nicht hat. Die KI will keine Geschichten erzählen. Richtig. Die KI hat keine Schmerzen, womit sie sich in der Kunst auseinandersetzen Richtig. möchte. Letztlich, was zeichnet eigentlich ein Kunstwerk aus? Ein Kunstwerk zeichnet aus Authentizität, formale Innovation und handwerkliche Perfektion. Das haben Sie bei allen, das sind diese drei Kriterien, die jedes große Kunstwerk erfüllen muss. Und Authentizität kann eine Maschine per Definition nicht erfüllen. Das haben Sie schon gesagt, als Sie gesagt haben, die kann ja nichts fühlen. Denn Authentizität entsteht nur aus dem echten menschlichen Gefühl. Formale Innovation kann die Maschine auch nicht leisten, weil sie nur bereits vorhandene Muster reproduzieren kann. Was sie aber machen kann, ist handwerkliche Perfektion. Und deswegen sage ich, Maschinen können sehr gutes Kunsthandwerk abliefern, aber eben keine Kunst. Aber was ist, wenn sich immer mehr Menschen ein Vorbild nehmen an dieser künstlichen Intelligenz, wenn die irgendwann ja fast schon einen existenzialistischen Ekel verspüren, wenn sie einem echten Menschen gegenüberstehen, weil sie sagen, also die KI fand ich sauberer. Also das ist vollkommen ausgeschlossen. Und der Grund dafür ist, dass der Mensch genetisch kodierte Intersubjektivitätsbedürfnisse hat. Und die sind ganz, ganz tief in der menschlichen Natur eingebettet. Und deswegen gibt es nur sehr wenige Menschen, die zum Beispiel Einsamkeit aushalten auf die Dauer. Und es gibt Ausnahmefälle, so Einsiedlertypen, aber die meisten Menschen sind natürlich soziale Wesen, also wie Aristoteles sagt, Anthropos gar Politikon est, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und die KI kann nichts davon abbilden. Das heißt, wenn Sie mit einer KI interagieren, kann das niemals das Intersubjektivitätsbedürfnis eines Menschen befriedigen und deswegen besteht überhaupt keine Gefahr darin, dass man sozusagen sich damit zufrieden gibt. Also wenn Sie sich jetzt, es gibt ja bei Star Trek, gibt es diesen anthropoiden Roboter, der eine KI ist. Data. Ja, wenn es so eine KI gäbe, wäre die auch intersubjektivitätsfähig. Die ist aber vollkommen ausgeschlossen, dass man sowas bauen kann. Und das, was man an KI generieren kann, ist nicht intersubjektivitätsfähig. Ohne Intersubjektivität ist ein Mensch nicht befriedigbar. Also wird sich ein Mensch auch keine sozusagen nicht an, also außer er hat eine schwere Geisteskrankheit
und gehört damit einer kleinen Minderheit von Menschen, dann wird er sich nicht mit einer KI zufrieden geben. Aber gerade bei Star Trek, ich habe viele Freunde, die da Fans sind, die haben geweint, als Data gestorben ist. Und die haben sogar gestorben gesagt. Das heißt, sie konnten sich schon so in eine Maschine hineinfühlen, dass die gesagt haben, für mich ist das ein Mensch. Ja, aber nur weil die Maschine auf eine Weise porträtiert war, wie eine Maschine eigentlich nicht sein kann. Sondern das ist sozusagen, das ist diese Gestalt ist ja sozusagen so menschlich, wie ein Roboter in Wirklichkeit niemals sein kann. Und deswegen gibt es dann auch natürlich Identifikationspotenzial. Aber das Identifikationspotenzial beruht auf einer Fiktion. Und wie uns begegnet in Science-Fiction-Filmen, die ich alle nicht mehr aushalten kann, auch Ex Machina und anderen, begegnen uns ständig KI-Gestalten, die vollkommen fiktiv sind und die zwar Identifikation und Ängste ermöglichen, die aber vollkommen aus technischer Sicht vollkommen unrealistisch sind. Ich glaube, die guten Science-Fiction-Autoren wie Stanislaw Lem, der hat eigentlich immer versucht, nur Sachen in der Fiktion einzubauen, die auch theoretisch denkbar sind. Und deswegen mag ich dessen Science-Fiction lieber, weil da kommt relativ wenig Stuss vor. Und mit Stuss meine ich Science-Fiction, wo es aus mathematischen und physikalischen Gründen vollkommen klar ist, dass das unmöglich ist. Und wer sich dann damit identifiziert, der identifiziert sich dann eben nicht mit der KI, sondern mit einem Menschen, der als KI umbenannt wurde. Das ist doch jetzt jüngst vor ein paar Wochen passiert. Da wurde wieder so ein Roboter vorgestellt und dieser männlich gelesene Roboter hatte irgendeiner Journalistin ans Popöchen gefasst, kurz. Und da wurde diskutiert, oh, hat dieser Roboter nun die Frau sexuell belästigt? Das war wirklich ein Thema. Und ich habe da gesessen und gedacht, das ist nicht euer Ernst. Wurde diskutiert. Naja, das zeigt halt einfach nur, also einer meiner Lieblingssprüche beim Orakel von Delphi, der da stand, ist Hoi Polloi Kakoi. Das heißt, die meisten sind schlecht. Das beantwortet, glaube ich, Ihre Frage. Sie haben gerade gesagt, die Menschen halten es nicht lange in Einsamkeit aus. Sie brauchen zwischenmenschliche Beziehung. Das stimmt, aber wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, gab es da eine Zeit, in der gesagt wurde, einfach nur zur Sicherheit müssen wir jetzt hier und da ein wenig die menschlichen Beziehungen einschränken. Und das war auch in der Verbindung mit dem menschlichen Ekel vor der Existenz und vor allem mit der Angst vor dem Tod. Wir hatten ein Virus, vor dem so viele Leute so unglaublich viel Angst hatten, dass dann beschlossen wurde, wir brauchen hier und da gewisse Maßnahmen, wir müssen uns voneinander distanzieren, wir sprechen nur noch im Internet miteinander, wir gehen in den Lockdown. Auch da wurden dann künstliche Intelligenzen dann halt benutzt, um Dinge auszurechnen, Gefahren auszurechnen. Also wenn ich mir anschaue, wozu der Mensch in der Lage ist, was er alles bereit ist zu tun, wenn er nur Angst hat vor dem eigenen Tod, wird mir doch ein wenig Angst und Bang und dann verstehe ich Ihre Gelassenheit nicht, weil ich glaube, gerade in so Zeiten des Notstandes wie einer Pandemie kann die KI zu sehr bösen Dingen eingesetzt Naja, werden. also dass sie im Ausnahmezustand Dinge tun können politisch, Gut. die sie sonst nicht tun können, das ist ja klar. Und dass auch so ist, dass je mehr Potenz die Technologie hat, die sie haben, können sie mehr Schaden anrichten. Natürlich, gucken sich die Geschichte der Kriegsführung an. Am Anfang haben die Menschen nur mit Faustkeilen gekämpft. Jetzt haben wir die Atombombe und können Millionen auf einen Schlag umbringen. Das ist eben leider der Lauf der Technologie und so ist es auch hier. Ausnahmesituationen, ob sie jetzt echte Ausnahmesituationen sind oder erdachte Ausnahmesituationen, wurden schon immer genutzt, um politisch anders handeln zu können als außerhalb der Ausnahmesituation. Und wenn sie jetzt halt eine Technologie haben, die mehr Potenzial hat, können sie auch mehr Schaden anrichten. Allerdings muss ich hier nochmal sagen, dass das, was also in der Covid-Phase mit Technologie an Schaden angerichtet worden ist, also wenn man jetzt mal nur über die digitale Welt redet und nicht über den biologisch-pharmakologischen Anteil, sondern nur über den digitalen Anteil, dann war das vor allem die Digitalisierung und nicht die KI. KI hat da eine geringe Rolle gespielt, aber natürlich hat die Digitalisierung bestimmte Formen der Isolation ermöglicht. Zum Beispiel das Arbeiten von zu Hause über Skype oder über Zoom, was wir jetzt hier auch machen, das hat die Digitalisierung ermöglicht, das hat auch Schaden erzeugt. Aber das ist eben sozusagen wiederum kein KI-Thema. Nicht? Also deswegen, ich bin eben, wenn ich das nochmal sagen kann, wovor ich Sorge habe, habe ich große Sorge wegen der Digitalisierung, aber nicht wegen der KI. Dann wollen wir über die Digitalisierung noch kurz sprechen. Was sind da Ihre größten Sorgen? Also letztlich hat Jeremy Bentham um 1800
oder etwas früher. Das ist ja der Erfinder des Utilitarismus. Und der hat die Idee gehabt, dass man das Panoptikum aufbauen kann. Das Panoptikum wäre eine Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren hinsichtlich ihrer Bewegung, ihrer Wahrnehmung und auch ihres Körpers. Und das hat er sich für ein Gefängnis überlegt, aber natürlich hat er sich auch überlegt, wie man das auf die Gesellschaft übertragen kann. Und dass die Digitalisierung erlaubt den Aufbau einer Art Panoptikum. Kein vollständiges, aber wenn man sich überlegt, wenn die Leute ihr Handy ständig mit sich tragen, ständig im Internet sind, dann sind sie schon, dann sind ihre, ist ihre Wahrnehmung und ihre Bewegung schon ziemlich kontrollierbar. Man kann sich zumindest, kann man sich angucken, was sie wahrnehmen über die digitale Welt. Man kann auch letztlich über das Handy durch die Bewegungsabläufe gucken, in welcher realen Umgebung sie sich bewegen. Man kann ihre Wahrnehmung beeinflussen und dann ist dann schon relativ nah am Panoptikum. Das heißt, das Missbrauchpotenzial durch die Digitalisierung besteht eigentlich darin, dass ich das Benthamsche Panoptikum ein Stück weiter realisieren kann als ohne Digitalisierung. So würde ich es auf den Punkt bringen. Und das Benthamsche Panoptikum ist natürlich aus Sicht des freiheitsliebenden Liberalen, der ich bin, ein Albtraum. Ja, und für Leute wie Bentham ist es attraktiv, weil sie glaubten damit, den Gesamtnutzen der Gesellschaft zu maximieren. Das ist halt dieser Utilitarismus. Und der ist eben ganz gefährlich, und führt eben zu einer Art Kollektivismus. Also das Kollektiv, der Nutzen des Kollektivs muss maximiert werden und der Einzelne spielt keine Rolle mehr. Und darin sehe ich die Gefahr der Digitalisierung, in diesem Kollektivismus. Ein Nutzen hat ja immer etwas mit Absicht zu tun. Ich möchte, dass etwas passiert. Ich möchte aus etwas einen Nutzen ziehen. Und ich möchte das mal gegenüberstellen gegenüber der Lust zum Beispiel. Weil das ist ganz spannend. Eine künstliche Intelligenz wird erschaffen, indem jemand mit einer Intention etwas programmiert. Menschen aber entstehen durch Lust. Und das ist nicht immer mit Intention. Es gibt so viele Menschen, die sind jenseits irgendeiner Intention entstanden, einfach nur, weil zwei Menschen Lust verspürt haben. Und Ja. das ist ein großer Unterschied. Aber dann ist auch wieder meine Angst, dass Leute sich ein Beispiel nehmen an der künstlichen Intelligenz und eben wie Bentham anfangen, nur noch rational über den Nutzen zu denken. Und da hat ja auch schon Immanuel Kant gesagt, man darf einen Menschen nicht bloß als bloßen Zweck benutzen. Erleben wir durch die künstliche Intelligenz nicht das Verschwinden des Menschlichen? Und dazu gehört eben auch Lust, Fehler, Schmerz. Erstens macht die KI ständig Fehler und das ist als juristisches Verfahren unvermeidlich. Und zweitens ist sie auch nicht, ist ja gar nicht rational, sondern nur eine Rechenvorschrift. Und drittens ist es ja so, dass diese ganzen Dinge, die den Menschen im Innersten ausmachen, die primär das sind, wie der Mensch existiert, nämlich über Gefühle und sich ins Verhältnis zu setzen zur Welt über Gefühle, das ist natürlich ganz genetisch vorgegeben. Und das heißt, das kann nicht dadurch beschädigt werden, dass jemand mit einer Rechenvorschrift interagiert. Also das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen, sich das vorzustellen. Ich meine, letztlich ist es ja so, es gibt natürlich zum Beispiel, wenn Sie von Lust reden, viele Möglichkeiten, wie Sexualität pervertiert werden kann. Und die hat es schon immer gegeben. Also denken wir mal an Gegenstandsfetischismus. Ja, dass Leute also sozusagen Gegenstände zur sexuellen Lustgewinnung nutzen, wie irgendwelche Lederstiefel oder sowas. Und das heißt, es gibt im Bereich der sexuellen Perversionen und der Pathologie der Sexualität viele Möglichkeiten. Eine könnte sicherlich sein, eben nicht nur eine aufblasbare Puppe zu haben, sondern auch eine, die irgendwas Repetitives spricht. Gibt es ja auch schon alles. Aber sind eben Randfälle, das sind bemitleidenswerte Menschen, die sowas nutzen. Solange es nicht strafbar ist oder andere Menschen schädigt, sollen sie es von mir aus machen. Aber am Ende des Tages ist das für das Gros der Menschen, die in gesunden Beziehungen leben und ganz normal lieben, hassen und so weiter, ist das alles irrelevant. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass ich mittlerweile in einer Welt lebe, in der ein Mensch deutlich häufiger sein Smartphone streichelt als seine Partnerin oder sein Partner. Das ist ja auch so ein Fetisch. Das Handy ist ein Fetisch geworden und man nimmt das Handy ja auch wirklich überall mit hin. Ins Bad, ins Bett, überall hin. Und es ist auch das erste Gerät, das sich viele Leute morgens anschauen. Also bevor sie überhaupt ihre Partnerin küssen, so sie denn im Bett ist, wird direkt das Handy genommen. Ja, also der Umgang mit Technologien, wenn neue Technologien entstehen, der muss sich immer erst sozusagen irgendwie
einschleifen und irgendwie in das gesamte menschliche Leben eingebaut werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Hauptgefahr des Handys ist die Nutzung während der Hirnentwicklung. Also wenn Kinder und Jugendliche Handys benutzen, weil das die Hirnentwicklung hemmt. Da hat Manfred Spitzer viel zu gearbeitet. Das halte ich auch für solide. Digitale Demenz nennt er das. Das sehe ich als eine große Gefahr. Wenn Erwachsene, die sozusagen deren Gehirnentwicklung abgeschlossen ist, das Handy nutzen, finde ich das nicht so problematisch. Ich meine, es gibt halt viele Arten, seine Frau zu vernachlässigen. Ja, oder seinen Partner zu vernachlässigen. Und das Handy ist halt einer davon. Schlimm ist für mich dieser Einsatz, der übermäßige Einsatz dieser Geräte während der Hirnentwicklung. Und das ist so ähnlich wie Drogen während der Hirnentwicklung einzusetzen. Das ist auch schlecht. Man kann das als Droge bezeichnen, also auch das Handy oder auch TikTok. Wenn man sich zum Beispiel anschaut in dem Bundesstaat Florida, ich glaube, Ron DeSantis hat jetzt angeregt, darüber nachzudenken, dass zum Beispiel für Kinder unter 14 es nicht erlaubt sein sollte, soziale Netzwerke zu benutzen. Weil durch diese sozialen Netzwerke, ob es nun Facebook oder TikTok oder Instagram ist, da werden Drogen in das Gehirn der Kinder hineingepresst. Also es ist nicht dasselbe wie ein Pharmakon, also wie Kokain oder Amphetamin, aber es ist, was stimmt, und darauf weist auch Spitzer und andere hin, dass eben die Dopaminausschüttung dadurch verändert wird. Das Dopaminausschüttungsmuster im zentralen Belohnungssystem, dem Nucleus accumbens, das wird dadurch manipuliert und deswegen gibt es auch, genau wie bei der Spielabhängigkeit, wo Menschen abhängig sind von dem Bedienen eines Spielautomaten, so können sie eben auch abhängig werden von der Bedienung von elektronischen Geräten. Das ist derselbe Mechanismus. Das ist eine Konditionierung auf die Dopaminausschüttung durch die Bedienung des Geräts. Und insofern ist das sehr gefährlich. Und ich halte das einzuschränken für sinnvoll. Die Frage ist jetzt halt, wer schränkt das ein? Schränken das die Familien ein oder schränkt das der Staat ein in eine Gesellschaft, die klassisch funktioniert? Also, wo unten die Familie ist, dann die Gemeinschaft, dann die Gesellschaft, müssten das eigentlich die Familie und die Gemeinschaft leisten. In einer Gesellschaft, wo Familie und Gemeinschaft erodieren, muss es vielleicht der Staat machen. Traurig genug. Da ist dann aber wieder die Frage, die wir ganz zu Anfang gestellt haben, wer bewacht die Wächter? Also, letztlich ist das die fundamentale Frage der politischen Philosophie. Wie kann jede Gesellschaft braucht Amtsträger und Institutionen und diese Amtsträger und Institutionen oder die Leute, die in diesen Institutionen arbeiten, haben aber durch das Mehr an Macht, was sie haben, um diese Ämter auszufüllen, Möglichkeiten, die Macht zu missbrauchen. Und die große Frage der politischen Philosophie ist, wie kann trotz der Notwendigkeit, dass es solche Ämter gibt, der Machtmissbrauch minimiert werden? Nicht verhindert werden kann er sowieso nicht. Wie kann er minimiert werden? Und das ist die große Frage, mit der sich seit Plato alle Staatsphilosophen auseinandergesetzt haben. Heute kann ich keine Antwort darauf geben. Wie zu Anfang gesagt, seit Jahrtausenden sitzen die Philosophen auf den Bäumen und versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist der Sinn des Lebens? Natürlich haben wir diese Antwort heute auch nicht gefunden, aber wir haben gut eine Stunde wunderbar miteinander gesprochen. Vielen Dank, Jobst Gern Landgräbe, geschehen. für das sehr informative und philosophische Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.